Was bedeutet Cringe? Das Wort Cringe kommt, Überraschung, aus dem Englischen. Dort heißt es so viel wie zusammenzucken. Mittlerweile wird es jedoch international von Jugendlichen verwendet. Was bedeutet es also genau? Wenn man das Wort in den Google Translator eingibt, bekommt man einige Übersetzungen. Unter anderem Katzbuckeln. Diese erklären jedoch nicht unbedingt, wie man das Wort als Jugendlicher verwenden sollte. Wie bereits erwähnt, kommt das Wort von dem englischen Wort zusammenzucken. Ursprünglich bezeichnet man peinliche Situationen als cringe-worthy. Das heißt wörtlich übersetzt, diese Situationen waren es wert, zusammenzuzucken, weil sie so peinlich waren. Aus cringe-worthy wurde später cringe, wahrscheinlich weil es prägnanter und einfacher zu schreiben ist. Man kann also zusammenfassend sagen, dass dieses Wort heute so etwas wie Fremdschämen bedeutet. Vielen Dank für eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Schaut alle Videos von mir an. Bis zum nächsten Mal. Küsschen aufs Nüsschen. We'll be right back.